Das Schweizer Bundesgericht hat die umstrittene Testosteronregel des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF vorerst außer Kraft gesetzt. Damit erreichte die zweimalige 800m-Olympiasiegerin Caster Semenya einen ersten Teilerfolg. Die Südafrikanerin hatte zuvor Einspruch gegen das Anfang Mai gesprochene Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS eingelegt. Meistgelesene Artikel: Tennis Grand Slams, Zverev verdient sich Paris-Kracher, Handball Champions League, des Singer feiert Handballwunder, Tennis Grand Slams, darum ist Federer alleine in Paris, Fußball, DFB Team Löw auf dem Weg der Besserung, I. Fußball, La Liga, Reis fuhr bei Unfall mit 237 Kilometern, HD, das Gericht habe eine vorläufige Bestimmung erlassen, wonach die Anwendung der Regel bis zu einer weiteren Anhörung untersagt wird, bestätigte Gerichtssprecher Peter Josi der Nachrichtenagentur AFP. Ich danke den Schweizer Richtern für diese Entscheidung. Ich hoffe, dass ich nach meinem Einspruch wieder freilaufen kann, wurde Semenya in einem Schreiben ihrer Anwälte zitiert. Semenya hatte zuvor vergeblich vor dem CAS gegen die neue Regelung des Weltverbandes geklagt, die seit dem 8. Mai wirksam war, der ZN gratis testen und Sporthighlights live. Dies zwingt AthletInnen mit Differences of Sexual Development DSD wie Hyperandrogenämie zur teils deutlichen künstlichen Senkung. Ich bin eine Frau und ich bin eine Weltklasse-Athletin, wurde Semenya in einer Mitteilung am Mittwoch zitiert. Die AAF wird mir keine Medikamente aufzwingen oder mich stoppen, zu sein, wer ich bin. Nach ihrem Diamond League-Sieg in Doha vor 3 Wochen hatte Semenya die künftige Einnahme von Medikamenten vehement verurteilt. Hell no, sagte die 28-Jährige, kein Mensch wird mich vom Laufen abhalten, let's block it's. Why?